Am Sportclub Westfalia in Kinderhaus finden wir die Installation Loch Nummer 5 von Toni Boiso. Sie besteht aus einem ausgehobenen kleinen Stück Rasen mit einer Begrenzung durch Flatterband und Gewindestäben. Dieses Loch ist Teil einer Serie von mittlerweile 18 Löchern. Begonnen hat Boiso diese Serie in den 90er Jahren im Zusammenhang mit einer Ausstellung in einem Atomschutzbunker in den Niederlanden. Das Loch, was er dort gefertigt hat, wurde zugeschmiert, zugeschüttet, wurde zerstört, was ihn fürchterlich geärgert hat. Und deswegen hat er angefangen, diese Serie zu erstellen. Die Löcher sind alle unterschiedlich, haben aber alle das gleiche Maß, nämlich 10 x 10 x 20 cm, weil das genau der Raum ist, den die verbrannte Asche eines Menschen einnimmt. In der Hoffnung, dass Boiso eines Tages tatsächlich selbst auch in einem seiner Löcher bestattet werden kann und diese nicht alle zugeschüttet werden, führt er diese Serie von Löchern fort. Und hier sieht man ja auch dieses Bedürfnis, dass das Loch bleibt, dadurch dokumentiert, dass er es abspannt mit diesem Flatterband.